Guten Tag, mein Name ist Daniela Schenker. Ich bin seit 10 Jahren in der Ästhetik tätig und mein Spezialgebiet ist die Hautverjüngung. Heute möchte ich Ihnen den Texel vorstellen. Das ist ein fraktioniert ablatives Gerät. Es hat eine Titanplatte, die sich auf 400 Grad aufheizt und sich bewegt. Sie wird ein paar Millisekunden auf die Haut aufgedrückt und damit erreichen wir im Prinzip eine punktuelle Verdampfung der Haut. Man kann damit allerlei Hautveränderungen wie Falten, Texturveränderungen, Pigmentstörungen behandeln. Man kann aber auch Wirkstoffe damit einschleusen. Die Patienten sind natürlich auch immer vorbehandelt. Ein paar Wochen bevor die Behandlung anfängt, bekommen die Patienten einmal morgens das Bright Light. Das Bright Light hat Kojic Acid und Süßholzwurzel drin. Beides sind Tyrosinase-Inhibitoren und stellen den Melanozyten ruhig. Abends nimmt sie dann ein Retinalaktiv, das ist ein Retinylaldehyd, also ein Retinoid, wenn man es so nimmt. Braucht man immer fürs Anti-Aging und blockiert auch nochmal zusätzlich den Melanozyten. Im Anschluss an die Behandlung legen wir eine Maske auf. Wir nehmen in dem Fall von den DP Dermaceuticals das Hyaluronaktiv. Da ist ein bisschen Zink drin, Vitamin B5 und Hyaluronsäure zum Beruhigen der Haut. Und wenn wir die Maske wieder abnehmen, schicken wir die Kundin nach Hause mit einer Creme, die nennt sich schon Vitamin Rich Repair, hat Vitamin A, C, E drin, ein paar Kupferpeptide und hilft einfach, das Ganze nochmal auszuheilen. Die Behandlung ist eigentlich sehr schnell, sehr unkompliziert, einfach zu handhaben. Die Ausheilungszeit ist eigentlich je nach Parameter extrem kurz. Also unsere Patientin hier vorne dürfte eigentlich innerhalb von 3 bis 4 Tagen jetzt ausgeheilt sein. Diesbezüglich ist das Gerät wirklich sehr, sehr multifunktional. Man kann es eben halt auch auf dunkleren Hauttypen benutzen, im Gegensatz zu Lasern. Und daher ist es eigentlich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr einfach zu handhabendes Gerät, was man sehr, sehr vielseitig ansetzen kann, da man es auch für Gesicht und Körper benutzen kann.